Ich bin bei Arctic für das Marketing zuständig in Deutschland, Österreich und Schweiz. Und heute hier auf der CeBIT kann ich euch eine kleine Revolution präsentieren bei Arctic. Und zwar stellen wir sozusagen die herkömmliche Grafikkartenkühlung auf den Kopf durch unsere neue patentierte Backside Plate. Und diese neue Backplate kommt für das komplette Angebot unserer Grafikkartenkühler. Der Twin Turbo 3, wie er jetzt heißt, Accelero Extreme 4 und der Hybrid 2. Was jetzt neu daran ist: Die Grafikkartenkühler sind an sich die gleichen, wie sie zuvor sind. Einzig beim Hybrid 2 gab es einige Optimierungen, unter anderem im Bereich der Pumpe. On top kommt nun aber diese Backside Plate. Und wer es schon mal gemacht hat, diese vielen, vielen kleinen Kühlkörperchen, die man normalerweise für die Kühlung der Spannungsregler braucht, wer diese schon mal angebracht hat, weiß, wie viel Spaß das machen kann, wie lange das dauern kann und wie nervig das sein kann. Das wird nun komplett durch diese Backside-Platte ersetzt. Wir brauchen also keine kleinen Heatsinks mehr. Die komplette neue Grafikkartenkühler-Serie mit dem Backside-Kühler ist also ab sofort verfügbar. Und die unverbindliche Preisempfehlung liegt beim Twin Turbo 3 bei 59,95 Euro, beim Extreme 4 bei 74,95 Euro und beim Hybrid 2 bei 99,95 Euro.